Lalalei. Lalalalalalei. Lalalei. Lalalalalalei. Heute gibt's den Song The Boxer von Simon und Garfunkel. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule, und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute gibt's den Song The Boxer von Simon & Garfunkel. Ich habe so ein bisschen eine Mix-Version gemacht. Ich habe mich zum einen Teil am Original orientiert und dann habe ich mir aber auch sehr, sehr viele Live-Versionen von Paul Simon selbst angeschaut, wie es da gespielt, und habe so eine Version gemacht, ich denke, die man da ganz gut umsetzen kann. Dieses Video ist in drei Teile wieder unterteilt. Im ersten schauen wir uns die Akkorde und vor allem auch die Wechselbässe dazu an. Im zweiten Teil gehen wir durch die Akkordfolgen durch, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und im dritten Teil schauen wir uns dann genauer das Anschlagsmuster dazu an. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Kümmern wir uns jetzt um die Akkorde, die wir für das ganze Stück brauchen, inklusive der Bassnoten, zumindest so für den größten Teil der Akkorde. So, los geht's. Wir nehmen unser erster Akkord, den wir brauchen, auch wenn die Strophe losgeht und alles drum und dran, ist der C-Dur-Akkord. Ja? Und da spielen wir als Bassline hier oben den dritten Bund, dann immer auf Zählzeit 3. Ja? 1, 2, 3, 4. Das ist der Wechselbass. Dann haben wir immer von C, das ist dann unser nächster Akkord, einen Übergang. Und da spielen wir C-B oder C-H. Das wäre also ein C mit B im Bass. Das wäre im zweiten Bund auf der A-Seite. Ansonsten greife ich immer noch ganz normal mein C, lasse meinen Zeigefinger einfach liegen und gehe einfach nur mit meinem Mittelfinger eine Seite nach oben. Und dann geht es auf einen A-Moll-Akkord. Und beim A-Moll-Akkord haben wir später auch wieder Bassline-Noten-mäßig einen Wechselbass mit der tiefen E-Seite. So, das nächste ist dann ein G-Dur-Akkord. Dadurch, dass wir ja fast alles zupfen, brauchen wir auch gar nicht groß komplett greifen und greifen einfach nur mit dem dritten Finger auf der tiefen E-Seite im dritten Bund. Und da setzen wir dann aber später beim Zupfmuster dann eine Bassline mit rein. Ansonsten haben wir noch den Akkord F-C. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Ist einfach unser ganz normales F. Das heißt also Zeigefinger Barré im ersten Bund auf die untersten beiden Seiten, Mittelfinger im zweiten Bund auf der G, dann der Ringfinger sitzt im dritten Bund auf der A und darunter im kleinen, der kleine Finger im dritten Bund auf der D-Seite. Und F-C ist eigentlich dieser Akkord, weil mein Basston, den ich hier spiele, hier oben das C ist erstmal. Und dann später geht es auf den F, auf den eigentlichen Grundton. Ja? Das ist genau umgekehrt. Ja, und das sind eigentlich schon die ganzen Akkorde, die wir für die Strophe grob brauchen. Und dann haben wir noch die Akkorde für den Refrain. Und da kommt aber lediglich noch der E-Moll-Akkord dazu. Und das sind schon mal alle Akkorde, die wir für dieses Stück brauchen. So, kümmern wir uns jetzt einmal um den Ablauf, wie lang jeder Akkord gespielt wird. Am Anfang haben wir einen kleinen Intro-Riff, den erkläre ich dann später nochmal genauer. Und dann geht's für zwei Takte noch, bevor der Gesang losgeht, in den C-Dur-Akkord. 1, 2, und dann spiele ich am Wechselbass mit einem 3, 4, ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die Strophe sieht so aus. Wir spielen zweieinhalb Takte lang unseren C-Akkord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Auf 3 spiele ich nochmal meinen C und dann gehe ich aber C mit B, der im zweiten Bund. 4 und dann gehe ich auf A-Moll. 1, 2, 3, 4 für einen Takt. Dann kommt 4 Takte lang mein G-Dur-Akkord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann wieder für 2 Takte auf C. Ja, wäre der erste Teil. So, der
zweite Teil davon sieht dann so aus, wir spielen einen halben Takt lang C, 1, 2, auf 3 gehen wir schon auf C mit B, 3, 4, auf einen Takt A-Moll, 1, 2, 3, 4, jetzt für einen Takt G, 1, 2, 3, 4 und für zwei Takte unseren F mit C im Bass, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt so ein kleiner Riff und eigentlich besteht er auch nur aus Akkorden, nämlich aus dem C-Dur-Akkord. 1, 2. Bei den Noten gehen wir dann genauer drauf ein. Auf 3 spielen wir eigentlich ein G, aber mit dem B-Ton auf der A-Seite im Bass. Ja? 3. Und auf CZ 4 den A-Moll. Haben wir also 1, 2, 3, 4. Und dann spielen wir für 3 Takte unseren G-Dur-Akkord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und für 2 Takte wieder C. Und das ist die komplette erste Strophe. Sieht das Ganze dann Text mit Text so aus. I'm just a boy, so my story seldom told. I have squandered my resistance. Full of mumbles and show promises. All lies a chant, still a man here that wants to hear and is a god of rest. Die zweite Strophe sieht erstmal ganz genauso aus, geht eigentlich dann los mit und jetzt ein Tag G. So, das ist der Ablauf von den Strophen. Ja, für unseren Refrain sieht es dann einfach so aus. Ich spiele zwei Takte A-Moll. 1, 2. Das schlage ich jetzt auch einfach so runter, weil es dann später im Lieder auch so ist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Für zwei Takte auf E-Moll. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wieder A-Moll, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt gehe ich auf meinen G-Akkord und da spiele ich G, 1, 2, dann die leere A-Seite, 3, 4. Dann gehe ich auf den zweiten Bund von der A-Seite, spiele das als Bassbund, 1, 2. Und abschließend spiele ich dann leere A-Seite und zweiter Bund. Und bin dann wieder bei meinem C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wäre mit Gesang, la, la, la. La 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 la. Ja, und dann läuft es einfach so weiter. Der dritte Vers entspricht wieder dem ersten. Die Bridge oder da wo das Solo drauf ist, entspricht dann dem zweiten Vers. Mit dem Übergang, also direkt nach dem Riff auf die Akkorde G, F und C. So, und dann haben wir lediglich im vierten Vers, wo dann mittendrin eigentlich dann mal diese Szene kommt mit Leading Me. Da spielen wir einfach nur einen Takt E-Moll, aber das hört man. Und dann für zwei Takte in A-Moll. Und dann sind wir wieder auf unserem G-Akkord. Und da kommt jetzt gleich eine Spielfolge. Und das erkläre ich aber jetzt alles im Zupfmuster. Ich möchte dir empfehlen, zuerst das ganze Stück wirklich in einem ganz einfachen Schlag- oder Zupfmuster, wie es gerade eben war, zu spielen und da versuchen, den Text drauf zu bauen und erst dann in das Zupfmuster, was ich dir jetzt gleich zeigen werde, einzusteigen. Weil es ist wirklich so, das Zupfmuster macht diesen Song von der Gitarre her eigentlich erst so richtig komplex und vor allem dann die Gitarre und der Gesang dazu. Ja, ich spreche da gerade aus eigener Erfahrung. Ich habe wirklich tagelang selbst dran rumgebastelt und bin fast verzweifelt. Und dann kam ich auf die Idee, warum nicht erst
Schlagmuster machen und dann werdet ihr merken, wenn ihr das so ein bisschen drin habt, dann geht das andere ganz, ganz einfach. Also zuerst ein einfaches Schlagmuster und dann kümmert ihr euch um das, was jetzt in diesem Video kommt. Los geht das ganze Stück mit einem Intro. So, und am einfachsten kannst du das spielen, indem du einfach deinen kleinen Finger im dritten Bund auf die hohe E-Seite legst, den Mittelfinger im dritten Bund auf die B und der Ringfinger im dritten Bund auf die G-Seite. Und jetzt spielen wir die hohe E-Seite im dritten und ziehen sie einfach auf leer ab und spielen dann den dritten Bund auf der B-Seite. So, dann spiele ich die leere E-Seite, den dritten Bund auf der B-Seite und den dritten Bund auf der G-Seite. Und jetzt nehme ich einfach nur meinen Mittelfinger weg und dadurch liegt nur noch mein Ringfinger im dritten Bund auf der B-Seite und da spiele ich E-Seite leer, dritter Bund auf B und leere G-Seite. Und dasselbe nochmal. Dann geht's in den ersten Bund. In den dritten Bund auf der G-Seite. Abgezogen auf leer. Und nochmal der erste Bund auf der B-Seite. Langsam. Das ist das ganze Intro. Und jetzt geht's ins eigentliche Zupfmuster. So, legen wir los mit unserem Zupfmuster. Als Beispiel nehme ich den C-Dur-Akkord. Ja, und los geht's. Wir machen eine Fingeraufteilung. Das heißt einfach, unser Daumen spielt die E, A und D-Seite. Unser Zeigefinger ist ausschließlich für die G, der Mittelfinger für die B und der Ringfinger für die hohe E-Seite zuständig. Und das ist ganz wichtig, das können wir für das ganze Stück so beibehalten. Also Daumen spielt die drei Bassseiten, Zeigefinger auf G, Mittelfinger auf B und Ringfinger auf E. Und somit ist auch gleichzeitig alles klar, wie wir alles bei dem ganzen Song hier spielen. Es gibt also nur noch Kleinigkeiten, die man dann erklären muss. Unser Zupfmuster ist ein Folk-Picking-Muster und es sieht so aus, wir spielen zuerst mit dem Daumen für den C-Dur-Akkord die A-Seite. Dann spielen wir mit unserem Mittelfinger hier den ersten Bund von... Dann gehen wir mit unserem Daumen auf die D-Seite und mit dem Zeigefinger auf die G. Also Daumen, dann Mittel, Daumen auf der D-Seite, Zeigefinger auf der G-Seite. Das ist der erste Teil und auf C-Seite 3 spielen wir den Wechselbass, gehen wir dann einfach auf die tiefe E-Seite hoch und der Rest ist genau gleich. Also unser Muster. Daumen auf A-Seite, Mittelfinger auf B-Seite, Daumen auf D-Seite, Zeigefinger auf G-Seite. Daumen auf der tiefen E-Seite, Mittelfinger wieder B, Daumen auf der D-Seite und Zeigefinger auf G-Seite. Und das ist unser Zupfmuster für C-Dur-Akkord, genauso auch wie den A-Moll-Akkord. Ja, wenn wir jetzt das Ganze dann einfach mal so losspielen, das geht ja dann nach unserem Intro-Riff dann in diesen... Ja? Und ganz, ganz wichtig ist, die Finger sich merken, auf welchen Seiten spiele ich mit welchen Fingern. Und dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch unsere Akkordfolgen durch. Los geht das Ganze mit dem Intro-Riff. Und. So, jetzt spielen wir unsere zwei Takte C, zweieinhalb Takte. Und dann spiele ich den dritten Bund vom C-Akkord und den ersten von der B-Seite und gehe dann hier Übergang auf den zweiten, ja, und auf A-Moll. Dann geht's auf G. So, und jetzt kommt diese Besonderheit, nämlich ich spiele bei meinem G-Akkord, deswegen brauche ich hier unten auch nichts greifen, nämlich ich spiele G, dann die B-Seite, dann spiele ich die D-Seite leer und hämmer auf den zweiten Bund der D-Seite. Dann spiele ich wieder Daumen auf den dritten Bund, die W-Seite
Und jetzt hämmer ich vom zweiten auf den dritten Bund. Das ist dieser Takt. Und spiele diesen Akkord jetzt einfach noch einen Takt. Geh wieder auf den zweiten Bund. Leer. Und wieder auf C. Und das ist unser erster Teil. So, dann geht's weiter. Und dann in zweiten Bund. Und auf A-Moll. Dann auf unseren G-Akkord. Unser F mit C im Bass. Zwei Takte. Und jetzt kommt unser Riff. Ja, das war C, dann zweiter Bund und Leerseite. Dann gehen wir auf den zweiten Bund der A-Seite und den dritten Bund von der B-Seite. Dann auf unseren A-Moll-Akkord und spielen aber auch nur den ersten Bund auf der B- und der A-Seite leer. Und gehen dann in unseren G-Akkord. Also. Und da sind wir auch schon wieder in so einem G-Zupfmuster und bauen wieder unseren kleinen Lauf rein. Diesmal nur etwas verkürzt und sind wieder in C. Das wäre dann die ganze Strophe. Und so läuft eigentlich dann der Ablauf der Strophe ab. Ja, vom Refrain sieht das Ganze dann so aus. Wir kommen von C. Ja, und legen einfach nur den Akkord dann so rein. Und dann geht's. Lei, lei, lei. Mit leerer A-Seite, zweiter Bund auf der A-Seite und jetzt und ich bin wieder im Zupfmuster von meinem C-Dur-Akkord. Das war der Song The Boxer von Simon & Garfunkel, wobei sich diese Versionen wesentlich mehr auf die Live-Versionen von Paul Simon bezogen haben. Ja, wenn du dich mehr mit dem Thema Gitarre spielen oder auch jetzt hier zum Beispiel mit Folkpicking, Traverse-Picking beschäftigen möchtest, dann möchte ich dir gerne mein Gitarre-Lernen-Masterplan-Arbeitsbuch empfehlen. Ja, hier findest du alle wichtigen Themen wirklich von Anfang an fürs Gitarre spielen. Hier ist alles drin, was du an der Akustikgitarre überhaupt brauchst oder wahrscheinlich jemals brauchen wirst, ja. Es ist ein mega breites Spektrum hier. Es geht einfach darum, dass du dir ein riesen Repertoire in allen Bereichen aufbaust. Also nicht nur, dass du ein paar Songs spielen kannst, sondern Songs kommen dazu, sondern auch, dass du ein Repertoire an Zupfmuster hast, dass du ein Repertoire an Anschlagsmuster hast, dass du auch sämtliche Akkorde auf deiner Gitarre sofort findest, dass du weißt, okay, alle möglichen Akkorde finde ich da und da und da und so funktioniert es auch mit Barré-Griffen. Du kriegst hier einen Einblick in die Bluesmusik, du kriegst einen Einblick, wie das Ganze mit Klassik läuft, also Noten sind auch mit dabei, du lernst ein bisschen die Noten mit, Tabulaturlesen ist mit dabei, alle wichtigen Bereiche zum Gitarre spielen, alles das findest du hier drin, 186 Seiten, gnadenlos voll mit Gitarre spielen, also da drin wird, glaube ich, jede Frage zum Gitarre spielen so ziemlich geklärt, ja.
Wenn du dich damit informieren oder darüber informieren möchtest, dann einfach der Link unter diesem Video in der Videobeschreibung, den einfach mal folgen und dann kommst du automatisch auf meine Seite. Ja? Und es ist ein megamäßig geiles Gitarrenbuch. Ich selbst benutze es in meinem Unterricht und vielleicht ist der ein oder andere auch interessiert, wer Gitarrenunterricht gibt oder auch selbst Unterricht nimmt. Es ist halt einfach ein roter Faden durch den Unterricht über auch einen längeren Zeitraum und dadurch hast du eigentlich immer eine Orientierung und schaffst dir wirklich, wie ich schon gesagt habe, ein sehr, sehr breites Wissen und auch Können. Das ist ganz wichtig für die Gitarre drauf, weil das ist ein Praxisarbeitsbuch. Alles, was hier drin ist, ist kein Blabla für die Gitarre, sondern es sind wirklich Sachen, die man in der Realität an der Gitarre einfach braucht. Also, schau da rein oder ja, informier dich darüber und wir sehen uns dann in der nächsten Lektion. Und bis dahin sage ich, ciao, der Michel!